Hallo, hier ist Maren. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte euch heute mal erzählen, wie es dazu kam, dass Energien Kontakt zu mir gesucht haben. Früher als Kind und als Jugendliche habe ich überhaupt nicht an Energien, Geister oder Engel geglaubt. Ich habe immer gedacht, das hat sich mal irgendjemand ausgedacht. Und das gibt's gar nicht. Bis ich eines Tages vor ungefähr 4 Jahren selbst die Erfahrung machen durfte und das erste Mal eine Energie gehört habe. Also ich habe geschlafen, bin wach geworden und mitten in der Nacht habe ich Kinderstimmen gehört. Ziemlich klar, laut und deutlich. Erst habe ich gedacht, die Kinder sind draußen in meinem Garten, kann aber ja nicht sein zu dieser Uhrzeit. Aber das Geräusch war so laut, dass diese Kinder dann eigentlich in meinem Schlafzimmer hätten sein müssen. Da ich aber ja nirgendwo Kinder gesehen habe und um diese Uhrzeit auch nirgendwo Kinder sich aufhalten, habe ich irgendwie in dem Moment daran gedacht, dass das Energien sein könnten. Dann habe ich Kontakt mit einer Heilerin aufgenommen und ihr das alles am Telefon erzählt. Und sie meinte dann zu mir, dass Energien bei mir zu Hause sind und ob sie die wegschicken kann. Dann habe ich gesagt, ja, na klar kann sie die wegschicken. Ich habe ja auch Angst vor Energien, weil ich noch nicht weiß, ob die positiv oder negativ sind. Und an dem Abend, wo sie die Energien rausgeschickt hat, habe ich dann so eine Art Wolfhund gehört. Wieder in meinem Schlafzimmer. Ich habe mich total erschreckt, weil ich dachte, irgendwo ist ein Hund in meinem Haus. Wusste aber, da kann ja kein Hund sein. In der Nachbarschaft war auch kein Hund, in meinem Garten auch nicht. Somit musste es ja wieder eine Energie sein. Dann wurde ein Karton von mir verrutscht und ich habe auch das Geräusch gehört. Und die Heilerin hat mir dann am Telefon berichtet, dass sie die Energien rausgeschickt hat und eine Energie wohl dabei war, die nicht gehen wollte. Und diese Energie hätte dann dieses Hund-Wolfs-Geräusch gemacht, weil ich ja selber persönlich Respekt habe vor Hunden. Und da habe ich mich auch ein bisschen erschreckt vor. Das ging aber dann auch noch weiter, dass ich immer mal wieder zwischendurch meine Musik laufen hatte, das Radio war an und plötzlich ganz von alleine war auf einmal die Musik ganz laut oder auch mal ganz leise. Und ich habe das auch gehört, dass die Musik so leise gedreht wurde oder lauter gedreht wurde. Es war nicht einfach von einer Sekunde auf die nächste ganz leise, sondern es wurde immer leiser. Da aber niemand da war, der an meinem Radio gedreht hat, wusste ich wieder, es ist eine Energie gewesen. Die Energien wollen sich halt aufmerksam machen. Ich habe das irgendwie alles gehört und wahrgenommen. Eines Tages habe ich auch Klopfen gehört. Knacken und Klopfen höre ich sowieso eigentlich fast immer. Daran habe ich mich auch schon sehr gewöhnt. Und nach dem Klopfen wusste ich auch Bescheid, sozusagen, da kommt jetzt jemand, ich bekomme einen Besuch. Ich konnte aber nicht erkennen oder sehen, wie viele Energien es sind. Ich habe das nur gehört. Habe dann total Angst bekommen. Und weil ich nicht wusste, was jetzt passiert, habe ich dann mitgeteilt, bitte macht irgendetwas, was mich beruhigt und was mir keine Angst macht. Die Energie hat mich dann gehört und hat dann irgendwie Musik gemacht. Ich weiß aber nicht, ob es eine Energie war oder mehrere Energien. Die Musik hörte sich sehr schön und vertraut an. Die Energie wusste somit ja auch, wie sie mich beruhigen kann, weil mich persönlich ja Musik immer beruhigt. Musik ist ja mein Leben. Und dann habe ich die Energie gefragt, ob sie da ist, weil sie weiß, dass ich sie wahrnehmen kann und sie hören kann. Und dann hat sie mir Klopfgeräusch gegeben als Antwort. Als ich dann wieder so viel Angst bekommen habe, habe ich der Energie mitgeteilt, bitte geh, ich kriege Angst. Aber darüber war die Energie wohl traurig und hat dann auch so ein Geräusch gemacht. Es hörte sich so an. Oh! Und dann habe ich auch noch gehört, wie diese Energien durch die Fensterscheibe hindurchgeschwebt sind. Allerdings weiß ich halt nicht, ob es nur eine war. Aber es hörte sich wohl eher nach einer Frau an. Eine weibliche Energie. Die Energien haben sich dann auch noch über das Licht bemerkbar gemacht. Zum Beispiel bin ich morgens wach geworden und bin in einen Raum reingegangen und dort war dann das Licht an, was ich aber an dem Abend zuvor ausgemacht hatte. Das weiß ich noch ganz genau. Oder ich hatte mal irgendwo Licht an und bin dann wieder in den Raum reingegangen und dann war das Licht auf einmal aus. Sowas habe ich auch schon sehr oft erlebt. Oder dass das Licht geflackert hatte. Daran habe ich mich auch schon ganz oft gewöhnt.
Wer von euch auch Energien wahrnehmen kann oder ganz plötzlich die Energien hören konnte, kann mir gerne mal ein paar Kommentare schreiben. Das interessiert mich sehr. Ich weiß ja auch, dass es diese Fähigkeiten gibt, das Hellhören, das Hellsehen und das Hellfühlen. Und bei mir war dann plötzlich auf einmal alles drei irgendwie ein bisschen vorhanden, was mir auch ziemlich viel Angst gemacht hat. Und da ich so viel Angst davor hatte, habe ich auch mit der Heilerin telefoniert und ihr gesagt, dass sie doch bitte immer die Energien rausschickt. Und dann meinte sie zu mir, dass die Energien wohl den Kontakt zu mir suchen, weil ich vor meiner Geburt das mit denen abgesprochen hätte, dass ich den Kontakt möchte. Und ich sollte mich innerhalb von 3 Tagen entscheiden, ob ich diesen Kontakt zulasse oder nicht zulasse. Und da ich damals so viel Angst hatte vor diesen Energien, habe ich den Kontakt nicht zugelassen. Dachte dann, dass diese Energien dann nie wieder kommen und ich sie aber auch gar nicht mehr höre, sehe oder fühle. Aber das war dann nicht so. Die Energien sind trotzdem immer wieder gekommen und sie kommen auch immer noch heute zu mir. Und das mit dem Hellsehen ist bei mir auch so, dass ich Orbs wahrnehmen kann. Ich wusste früher auch nicht, was das ist. Und einmal habe ich dann in meinem Schlafzimmer Augen gesehen, in bunt. Ich habe mich total erschreckt, weil ich dachte erstmal so, hä, was ist das denn? Aber es waren halt ganz große Augen, die mich angeschaut haben. Dann habe ich danach auch noch meinen Schutzengel gesehen. Und seit diesem Erlebnis habe ich dann erstmal im Internet recherchiert, was sind überhaupt Orbs. Mir war ja auch der Begriff fremd. Und nachdem ich dann Bescheid wusste, was das ist, habe ich dann immer wieder überall ein paar Orbs gesehen. Besonders dann, wenn ich irgendwo mal in die Sonne oder in das Licht geschaut habe und dann wieder in einen dunklen Raum geguckt habe, habe ich ganz viele Lichter gesehen. Und ich merke auch, dass mit der Zeit diese Orbs sich immer mehr zeigen. Sie werden für mich auch klarer und deutlicher. Es kam auch schon vor, dass ich Energien in Form von Gestalten wahrgenommen habe, aber eigentlich nur die Umrisse in hell und schwebend. Das war 2-mal. Und einmal war bei mir sogar zu Hause eine Energie, die gegangen ist. Ich habe nur die Umrisse gesehen. Und die war für mich so deutlich, dass ich wirklich dachte, da kommt jetzt jemand, der mich besucht. Also es war draußen und ich saß im Wohnzimmer. Es war ein Vorhang davor. Und der Schatten dann, den ich gesehen habe, sah so real aus, dass ich dachte, dass da jemand kommt und mich besucht. Dann bin ich rausgegangen und dachte, es klingele ich an der Tür. Aber es hatte gar nicht geklingelt, weil ja auch keiner zu Besuch kam. Es sind halt Energien.